Ulrich Göbel, bin Pastoralreferent, arbeite hier in Schweinfurt, unter anderem für die City-Pastoral, und im Rahmen der City-Pastoral organisiere ich dieses Weihnachtsliedersingen. Und wie sind Sie denn heuer zufrieden? Also man sieht ja die neue Zufriedenheit am Anfang schon von der ganzen, aber es hat natürlich ganz gut schon. Ja, das Wetter macht uns in gewisser Weise vielleicht einen Strich durch die Rechnung. Auf der anderen Seite ist der Schnee natürlich wieder wunderschön, gibt eine Atmosphäre her. Aber es wird wahrscheinlich einige Leute von weiter weg hindern, hierher zu kommen. Aber so langsam füllt sich die Tribüne. Also wir sind froh, wenn es einigermaßen wieder Anklang findet. Jetzt ist es ja wieder eine riesige Vorbereitung, das ganze Fest. Wie lange wird man dann gearbeitet, bis jetzt so weit ist, wie es jetzt ist? Wie lange ist es dann gearbeitet? Also im Grunde genommen planen wir schon seit Monaten. Die Musikgruppen, das muss ja alles stehen. Die Technik muss ja rechtzeitig organisiert sein. Also es sind jetzt schon einige Monate, wo wir am Planen sind. Wir haben auch, letztes Jahr war es ja zum ersten Mal, da haben wir dann ausgewertet, haben geschaut, was wir verbessern können. Und wir wollen es dieses Jahr zum Beispiel so machen, dass wir die lange Pause weglassen. Da sind letztes Jahr wegen der Kälte doch einige dann, haben die Heimreise angetreten. Wie war denn das Resümee, also letztes Jahr nach dem ersten Mal, wo wir so Revue passieren lassen hatten? Was hat man dann gedacht? Also letztes Jahr war es sehr gut, also alle, die mitgewirkt haben, waren total begeistert, muss ich sagen. Die haben sich total gefreut, dass sowas in Schweinfurt stattfindet. Viele Besucherinnen und Besucher haben gesagt, sie kommen wieder, und eigentlich alle, die jetzt so im Vorbereitungsteam waren, die haben auch gesagt, wir ziehen da mit und wir machen das wieder. Herzlich willkommen, liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Fans der Schlügel, liebe Gäste von nah und fern.